Willkommen beim Innovationsmagazin. Gleich zu Beginn heute geht es bei uns um Wasserkraftwerke im entferntesten Sinn. Diese müssen regelmäßig gewartet und geprüft werden und die Salzburg AG geht hierbei ganz neue, moderne Wege. Sie setzt in Zukunft auf eine Software, die Störungen frühzeitig erkennen soll und damit verhindern, dass gesamte Anlagen ausfallen. Im Kraftwerk Wald in Pinzgau stehen heute für die beiden zentralen Fachkräfte für Maschinenbau, Franz Ecker und Florian Engel, Inspektionsarbeiten am Programm. Es gilt, die Wandstärke des Turbinenrades zu kontrollieren. Die Krimmler Ache enthält Gletscherschliff, was sich besonders aggressiv auf das Turbinenrad auswirkt. Der Abrieb kann rund 1 mm pro Jahr betragen. Wir vermessen da die Austrittskante vom Francis-Turbinenlaufrad für das Predictive Maintenance. Das wird also einmal im Jahr wird das gemacht, wo quasi die Schaufel vermessen wird, also im Austritt, weil da einfach die stärksten Auswaschungen im Betrieb entstehen und das ein guter Indikator ist, wenn man sagen kann, wie ist jetzt der Zustand vom Laufrad oder beziehungsweise von der Anlage. Inspektionsarbeiten finden jährlich im November oder Dezember statt. Sie dienen dazu, den Gesamtzustand der Anlage zu ermitteln und den Termin für Revisionsarbeiten zu bestimmen. Revisionsarbeiten, also eine Generalüberholung der Anlage, werden alle 6 bis 9 Jahre durchgeführt. Diese benötigen rund 4 bis 6 Wochen. Bei der Revision kann man sich so vorstellen, wird die Turbine komplett slickt, also komplett demontiert, wird das Laufrad ausgetauscht, werden die Leitschaufeln ausgetauscht, sämtliche Verschleißteile, die dem Wasser vom Wasser beaufschlagt sind, werden ausgetauscht. Und Dichtungen getauscht, die ganzen hydraulischen Verstellmechanismen angeschaut, Lager ausgetauscht bzw. überprüft. Ein Teil wird repariert und auch sehr viele weitere Analysen durchgeführt. Die Ermittlung des Zeitpunktes für Revisionsarbeiten lag bisher in der Einschätzung der Techniker. Um den Workflow zu verbessern und Einsparungspotenziale zu erheben, hat sich die Salzburg AG entschlossen, neue Wege zu gehen. Gemeinsam mit dem Berliner Startup Lexatexa wurde eine Software für Predictive Maintenance, also vorausschauende Planung, erstellt. In diesem Programm werden Daten aus der Instandhaltung ausgewertet. Zukünftige Revisionsarbeiten lassen sich somit zielgenau vorherbestimmen. Es ist ein Zusatzhilfsmittel für unsere Techniker, die ihnen die Arbeit erleichtern und es ihnen ermöglichen, präziser zu arbeiten und genauere Ergebnisse zu bringen. Und diese genaueren Ergebnisse bringen uns in weiterer Folge Einsparungen, die durchaus so sind, dass man je Anlage zwischen 30.000 und 50.000 Euro pro Jahr jetzt einmal grob eingeschätzt nur mit diesem einen Anwendungsfall einsparen kann. Ein zweites großes Ergebnis aus der Zusammenarbeit mit Lexatexa ist die Anomalieanalyse. Die Software wertet automatisiert aus, ob Parameter an der Anlage im normalen oder anormalen Bereich liegen, noch bevor die herkömmlichen Leitsysteme diese kennen. Der Techniker wird darauf hingewiesen, sich diese Parameter genauer anzusehen. Und das soll uns zukünftig für zwei Dinge dienen. Einerseits zu dienen, dass die Messwerte plausibilisiert werden und die zweite Sache ist es, um Störungen frühzeitig zu erkennen, nur bevor die Anlage ausfällt. Nach der erfolgreichen Einführung von Predictive Maintenance im Kraftwerk im Wald in Pinzgau werden zukünftig weitere Kraftwerke der Salzburg AG im Zentralalpenraum damit ausgestattet. Mit der MyFlexBox bietet die Salzburg AG Schließfächer, in die man ein zuvor etikettiertes Päckchen einlegen und danach direkt dort von einem Paketdienstleister abholen lassen kann. Vorteile hat das sehr viele. Zum Beispiel ist es kontaktlos oder auch zeitlich völlig flexibel. Die MyFlexBox der Salzburg AG, ein sogenannter Smart Locker, kann nicht nur zur Abholung von Paketen genutzt werden. Auch der umgekehrte Weg ist möglich. Also der Kunde platziert sein Paket in der MyFlexBox, damit es später von einem Paketdienst abgeholt werden kann. Anna Berger wartet schon sehnsüchtig auf ihre Bestellung. Doch wie es ab und an vorkommt, erhält sie die falschen Artikel. Anna entscheidet sich für die Retournierung der Ware, die MyFlexBox zu benutzen. Dazu geht sie im Webbrowser auf die Seite vom Paketdienst DPD. Dort wählt sie zuerst die Paketgröße und füllt anschließend alle notwendigen Felder wie Absender und Empfänger aus.
Zum Schluss wird noch bezahlt. Online natürlich. Mit der Platzierung der Bestellung wird in der MyFlexbox ein Schließfach gebucht. Anna fällt ein, dass sie auch noch ein Weihnachtspaket hat. Eine gute Gelegenheit, es auch über die MyFlexbox zu versenden. Beide Pakete sind nun eingebucht. Zu guter Letzt werden noch die Label ausgedruckt und auf das Paket geklebt. Fertig. Jetzt geht es ab zur MyFlexbox, um die Pakete dort zu deponieren. Es war extrem einfach. Ich bin auf MyDPD gegangen, habe meine Daten eingegeben, habe bezahlt und habe dann sofort im Anschluss mein Label gekriegt mit einem QR-Code für mein Backerl. Und ja, jetzt würde ich sagen, fahren wir nach Taxheim zur MyFlexbox und schauen mal, wie das funktioniert. Bei der MyFlexbox angekommen, gestaltet sich der Vorgang sehr einfach. Das Paket mit dem QR-Code unter den Scanner halten, Schließfachgröße aussuchen und schon öffnet sich das reservierte Fach. Paket hinein und fertig ist es für die Abholung. So, nun auch noch das zweite Paket einlagern und schon ist für Anna alles erledigt. Die Einlagerung ist dann keine Zeit gebunden. Das heißt, die MyFlexbox ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet und kontaktfrei. Mehr Flexibilität geht nicht. Ja, auch hier war es bei der MyFlexbox selber total einfach. Es war super übersichtlich. Ich bin zugegangen, habe meinen QR-Code eingescannt, der auf dem Backerl war. Und das Fach ist aufgegangen, Backerl eingelegt, fertig und ich konnte wieder heimfahren. Aber nicht nur für die Kunden bietet die MyFlexbox Vorteile. Wir bieten Paketdienstleistern und anderen Partnern eine offene Schnittstelle an. Über diese Schnittstelle wird dann eben dieser Partner benachrichtigt, dass Pakete zum Abholen sind. Er hat dann ganz einfach die Möglichkeit, mit einem QR-Code alle Fächer aufzumachen, die Backeln herauszunehmen, wieder zu schließen und seine Tour fortzusetzen. Die MyFlexbox bietet Paketdienstleistern einfach einen enormen zeitlichen Vorteil, weil er einfach ganz schnell Pakete einlagern und auch abholen kann. Die Anwendungsmöglichkeiten der MyFlexbox sind fast unbegrenzt. So ist die Salzburger AG bestrebt, nicht nur den Logistikpartnern, sondern auch dem lokalen Handel neue Vertriebswege mit der MyFlexbox zu ermöglichen. Etwas zu spielen und vor lauter Spaß gar nicht bemerken, dass man nebenbei auch noch etwas gelernt hat. Das ist das Ziel von Thomas Leier-Wagner. Er ist einer der Gründer von Polycular, einer Softwarefirma in Hallein. Und gemeinsam mit seinem Team entwickelt er virtuelle Lernwelten. Bereits im Herbst 2019 startete die Salzburger AG mit dem Projekt Lebensadern eine neue Art der Wissensvermittlung in Schulen. Mittels eines virtuellen Escape Rooms wird Schülern der Oberstufe grundlegendes Wissen in den Bereichen Wasser, Strom und Transport vermittelt. Auf spielerische Art werden Emotionen erzeugt und gelernt wird quasi nebenbei. Nun, Lernen heißt ja nicht unbedingt Schweiß und Blut, sondern es darf ja auch Spaß machen. Und das Besondere dabei ist, dass man das Wissen und die Informationen, die wir ja vermitteln wollen, die die Jugendlichen auch brauchen, auf eine Art und Weise vermitteln, die die Jugendlichen mögen. Mit modernen Medien, mit digitalen Medien, interaktiv und selbsterklärend. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Hinter dem Escape Room steht die Hallener Softwareschmiede Polycular. Das Unternehmen wurde 2014 von den beiden Softwareingenieuren Thomas Leier-Wagner und Robert Praxmara gegründet. Die Teilnahme in der dritten Innovation Challenge der Salzburger AG im Jahre 2018 endete für die Hallener mit einem Sieg. Damit verbunden die Umsetzung des Projekts. Ja, Polycular ist ein EdTech, also Educational Technologies. Wir machen interaktive digitale Erlebniswelten, mit denen wir Wissen und Inhalte vermitteln können, sei es als Augmented Reality, sei es Virtual Reality oder wirklich als spielbasiertes Game-Based Learning in Form einer App. Für Thomas steht die Emotion beim Vermitteln von Lerninhalten an oberster Stelle. Denn nur wenn aktives Handeln gepaart mit einer entstehenden Emotion verbunden wird, werden Inhalte auch nachhaltig im Gehirn verankert. Damit das auch in den Escape Rooms umgesetzt werden konnte, galt es nicht nur, die entsprechende Software zu schaffen. Das Schwierigste ist eigentlich immer dieser Prozess, die Inhalte einfach wirklich in sehr, sehr spannende, knackige Rätsel zu verwandeln, die dann einfach dich sofort catchen und begeistern, wo die Leute einfach Spaß beim Machen und einfach gute Unterhaltung beim Machen haben und
gar nicht so sehr merken, dass sie dabei eigentlich was lernen. Und das ist eigentlich sozusagen so ein bisschen der Kniff daran. Nach dem großen Erfolg der Escape Rooms arbeitet das 11-köpfige Team derzeit an einem weiteren Escape Room zum Thema Smart Metering. Was so viel bedeutet wie, welche Geräte verbrauchen wie viel Strom. Natürlich wieder auf spielerische Art und Weise. Aber auch das Thema Onboarding von neuen Mitarbeitern in der Salzburger AG soll zukünftig aufgegriffen werden. Von Anfang an sozusagen auch schon während der InnoChallenge immer diese Idee da, kann man das nicht in den Prozessen der Salzburger AG auch etablieren, sei es in der Lehrlingsausbildung, sei es aber auch im Onboarding von neuen Mitarbeitern. Anstatt dass ich mir irgendwie ein Video zur Firma anschaue, kann ich irgendwie so firsthand die Bereiche einfach selber mal kennenlernen und kriege da einfach Einblicke. Und das ist einfach eine schöne neue Art sozusagen, in der Firma auch willkommen geheißen zu werden, wenn ich sozusagen das nicht nur vorgepredigt bekomme, sondern interaktiv selber erleben kann. Mit der neuen Art, ihre Kernthemen zu vermitteln, ist die Salzburger AG am Puls der Zeit und trägt damit nachhaltig für eine bessere Zukunft bei. Dann bleiben auch Sie am Puls der Zeit mit dem Innovationsmagazin. Das war die Ausgabe November. Bis zum nächsten Mal.